Hallo und herzlich willkommen zurück zu Curse of Monkey Island. So, wir waren im Friseursalon und haben eigentlich nicht so viel rausgefunden. Wo sind wir denn jetzt? Ah, da hinten. Okay, hier ist noch ein Strand. Gehen wir da mal hin. Na, ja, was haben wir da? Brimstone Beach Club. Irgendwie musste ich noch nichts so wirklich von meinen Items da einsetzen, ne? Ich hoffe, dass es bald mal ein bisschen hier anfängt und nicht nur Gelaber ist. Weil bis jetzt war es schon sehr laberlastig, muss ich sagen. Ja, kann ich Ihnen helfen? Ja, hallo, ich bin der Guybrush. Mein Name ist Guybrush Threepwood und ich bin ein mächtiger Pirat. Threepwood? Sie müssen Skip Fahnenmast Rackhams Cousin sein. Wie geht es Muffy und den Zwillingen? Wem? Hey, heute ist ein schöner Nachmittag für den Strand. Noch nicht so voll. Am Südstrand ist ein Kunstworkshop und ein Miesmuschelkettenbastelkurs um 2 und 4. Das Wasser ist warm und die Wellen sind nicht zu hoch. Achten Sie nur auf gelegentlich am Ufer angeschwemmte und tote Körper. Man sollte die Kinder von verfaulendem Fleisch fernhalten. Im Übrigen sollten sie sich durch die Belagerung nicht den Tag vermiesen lassen. Unter uns gesagt, die Untoten sind notorische Miesepeter. Ist schon gut, dass sie die Insel nicht übernommen haben, was? Lassen Sie mich Ihre Mitgliedskarte sehen und Sie werden sofort bedient. Mitgliedskarte? Aber ich habe doch mein Mitglieds-T-Shirt an. So, so, keine Mitgliedskarte. Ich verstehe. Nun, Sir, Sie sind im Brimstone Beach Club, Teil der Freizeitgruppe für pensionierte Piraten. Es ist sehr exklusiv. Ich fürchte, wenn Sie keine Mitgliedskarte haben, können Sie keine der Annehmlichkeiten des Clubs nutzen. Ich will keine Annehmlichkeit. Ich musste eine essen, als ich in Seenot war, und es war furchtbar. Lassen Sie mich außerdem betonen, dass Sie ohne eine Mitgliedskarte keinen Zutritt zum Strand haben, keines unserer Handtücher benutzen und nichts vom Grill haben dürfen. Guten Tag. Was bist du für ein Schnösel? Hi. Ja. Hallo, gib mir ein Handtuch. Gib mir etwas vom Speiseöl. Ich spiele mit den Gedanken, einem Club für stinkreiche Herrschaften beizutreten. Ich spiele mit dem Gedanken, einem Club für stinkreiche Herrschaften beizutreten. Wo kann ich mich einschreiben? Nun, so einfach ist das nicht. Zuerst werden Sie auf unsere Warteliste gesetzt. Das kann einige Monate dauern. Dann kommen Bonitätsprüfung, Referenzen, Familiengeschichte, der mündliche Vortrag und die schriftliche Prüfung, die sich hauptsächlich mit spanischen Schätzen, Plünderei und Golf in der Karibik beschäftigt. Und zum Schluss unser Interviewverfahren in 14 Schritten. Und dann gehöre ich zu eurem Club? Nein, ich fürchte, dass ich danach gegen Ihren Beitritt stimmen müsste. Was ist, wenn ich ein bisschen abwasche? Kann ich dann eurem Club beitreten? Es ist nichts Persönliches, aber die Clubgrundsätze legen den Ausschluss fest. Für jeden, dessen Geruch oder Erscheinung die anderen Mitglieder anekelt oder beleidigt. Das verstehen Sie sicherlich. Bitte, kann ich eurem Club beitreten? Es besteht keine Möglichkeit, dass dieser Club Sie aufnimmt. Tut mir leid. Okay. Dann brauchen wir wohl eine Clubmitgliedskarte. Es ist ein Eiskübel für eine Flasche Sprudelgrog. Das will ich nicht herumtragen, es ist kalt. Okay, was gibt's denn hier noch? Handtücher? Ja gut, wenn ich da dran gehe, wird er eh rummeckern. Der Gute. Diese Handtücher sind nur für Mitglieder. War klar. Ich probiere es trotzdem. Du siehst mich nicht. Da können Sie nicht lang gehen. Das ist nur für Mitglieder. Ach. Tschüss. So. Was gibt's denn hier noch Schönes? Cabana. Oh, okay, das ist die Cabana. Alles klar. Puerto Polo, da war ich. Festung. Sumpf. Okay, gehen wir nochmal hier in die Ortschaft.
Wenn ich jetzt hier lang gehe, komme ich ja auch wieder zum Strand. Nein. Nicht zum Strand. Okay. Mysteriöse Tür. Schauen wir die uns erstmal an. Okay. Sehr mysteriös. Okay, was haben wir denn da? Kreidezahlen. Ist auf jeden Fall ein Spielfeld. Baumstämme schmeißen, so wie es aussieht. Ich frage mich, wofür diese Zahlen sind. Merkwürdiger Stapel Stämme da drüben. Okay, ist da jetzt echt ein Bildwechsel? Krass. Es ist ein hölzerner Sägebock, der das Rumpfass stützt. Ich mag Rum, genau wie alle Piraten, aber was zu viel ist, ist zu viel. Pschuh! Gummibaum. Es krabbeln Ameisen darauf herum. Ich könnte diesen Baum im Traum nicht bewegen. Sumatra-Gummibaum. Gestiftet für Puerto Pollo von unserer Schwesterstadt auf Sumatra, Vacaville. Dieser Baum ist der einzige seiner Art in der gesamten westlichen Hemisphäre und steht als immerwährendes Symbol für die Freundschaft zwischen unseren beiden Städten. Karibischer Gummibaum. Einer der vielen Gummibäume, die in der gesamten Karibik verbreitet sind und als Rohstoff zum Schiffbau benutzt werden. Okay, also ich weiß jetzt nicht, ich kann hier eigentlich, glaube ich, nichts so wirklich machen, ne? Hm. Was haben wir denn im Inventar? Wir haben diesen versifften Kieferknacker, was wahrscheinlich ein Bonbon ist oder so. Was haben wir denn da? Ein Zauberstab, Handschuh, das war das Voodoo-Flugblatt, Nadel. Ich will die lustigen Ballons nicht zerplatzen lassen. Warum nicht? So. Geht's hier auch nochmal irgendwo lang? Docks. Okay. Ja, dann... Sieh dir diese leeren Docks an. Kannst du nicht von hier aus dorthin? Nein. Na toll. Na doll. Der müsste ein bisschen schneller laufen. Wäre etwas angenehmer. Kann man hier irgendwo noch hin? Nein, okay. Gut, ja. Jetzt weiß ich nicht. Ich hänge ein bisschen. Hm, das war das Theater. Hier, was habe ich denn hier gebraucht? Eine Einladung, ne? Oder, ne, eine Reservierung. Eine Reservierung, hm. Also die Schere im Friseursalon, die brauche ich bestimmt für hier. Schnipp, schnapp, schnapp, dass ich mir den Weg da frei mache. Hundertprozentig. Vielleicht muss ich dem Kenny das Bonbon geben. Nicht? Okay. Mag er das nicht? Hm. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Hm. Der Handschuh funktioniert damit nicht. Ich glaube nicht, dass dieser Handschuh passt. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen.
Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Tja, ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Es gibt doch hier sonst nichts großartig mehr, wo ich hingehen kann. Kann ich hier hin? Gibt's hier noch was? Sumpf? Aber hier kann ich nichts anklicken. Festung. Kannst du mir weiterhelfen, Murray? Ich glaube, er möchte im Moment alleine sein. Okay, Voodoo Lady. Hilf mir eine Runde. So. Okay, ich möchte mehr über sichere Haarersatzmethoden wissen. Okay, das ist doch was für den Friseur. Ich möchte mehr über sichere Haarersatzmethoden wissen. Das kann ich mir vorstellen. Hattest du nicht einen Bart, als ich dich das letzte Mal gesehen habe? Sicher hatte ich einen wirklich coolen. Ich frage mich, was mit ihm geschehen ist. Ich möchte mehr über eine Diät, mit der ich leben kann, wissen. Ich werde mit dir Weisheit teilen, welche in meiner Familie seit Generationen von Mutter zu Tochter weitergegeben wurde. Und? Wie lautet sie? Wenig Fett, viele Ballaststoffe. Das funktioniert. Oh ja. Ich möchte mehr über variablen Zinssatz wissen. Ich möchte mehr über Hypotheken mit variablem Zinssatz wissen. Schlechte Idee. Obwohl für den erstmaligen Hauseigentümer attraktiv, reagiert der Kurs wild auf Fluktuationen auf dem Markt und kann auf Zeit gegen den Käufer arbeiten. Du kommst am besten weg mit einer 20-prozentigen Abschlagszahlung und einem variablen Zinssatz. Dann mit einer Wiederfinanzierung zu einem Fixkurs nach einem oder zwei Jahren, wenn es der Markt rechtfertigt. Könntest du das noch einmal wiederholen? Nein. Ich möchte mehr über die Aufstiegschancen im Bereich Fernseh- und Videoreparatur wissen. So, du möchtest mehr Geld machen. Aber klar, wer will das nicht? Bleib bei der Piraterie. Ich möchte mehr über den Aztekengott Quetzalcoatl wissen. Wirklich süßer Bursche. Überhaupt nicht so blutdürstig, wie alle sagen. Kürzer, als du denkst. Zu guter Letzt habe ich LeChuck und seine Skelettpiraten besiegt. Das wahre Böse kann niemals vollständig zerstört werden. Aber ich habe ihn explodieren gehört. Du wärst überrascht, welche Misshandlungen ein böser, untoter Zombie-Pirat aushalten kann. Schließlich habe ich Big Whoop gefunden und war ungeheuer enttäuscht. Big Whoop ist das pure Böse. Du hast Glück gehabt, lebendig zu entkommen. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, nur dass ich so viel erwartet hatte und unglaublich enttäuscht war. Ja, das ist die Quelle von einem Großteil von LeChucks Macht. Nun, ich werde niemals wieder dorthin zurückgehen. Ich habe das anders vorhergesehen. Du wirst zu Big Whoop zurückkehren und LeChuck noch einmal gegenübertreten. Wie kann ich ihn endgültig zerstören? Das weiß keiner. Seine Macht scheint mit jeder Reinkarnation zu wachsen. Du magst ihn vorerst kaltgestellt haben. Doch dieser Zustand wird nicht von Dauer sein. Was lässt dich glauben, dass LeChuck zurückkehren wird? Einige Menschen können ihr gesamtes Leben lang suchen und niemals den Sinn ihres Daseins entdecken. LeChuck hat seinen Sinn gefunden. Ständig von den Toten auferstehen und dich und Elaine quälen. Das ist genau das, was er am besten kann. Puh, wenn du so auslegst, fällt es schwer, weiter auf ihn böse zu sein. Danke für deine Hilfe. Muss gehen. Also so wirklich war sie mir ja keine Hilfe. Spielzeugschere kann ich dir nicht nehmen. Ich möchte diese bescheuerte kleine Schere nicht. Warum nicht? So. Also, ich muss irgendwas hier mit dem Friseur machen. Auf jeden Fall. Hier, mit diesem jungen Mann. Nur was?
Tja. Nur was. Ich möchte das nicht feststecken. Was feststecken? Mhm. Hm. Danke, aber ich habe gerade meine Zähne geputzt. Mein Pirateninstinkt sagt mir, ich sollte es bei mir behalten. Nimm das weg, das ist ekelhaft. Warum? Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Oh, Moment, ich glaube, ich weiß was. Ein Handschuh. Er will beleidigt werden. Heißt es nicht, wenn man jemand mit dem Handschuh schlägt, dass man den beleidigt? Nun, es gibt eine Herausforderung. Auf zum Feld der Ehre. Wähle deine Waffe. Meine Waffe. Oh, wow. Pistole? 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 Für mich sehen die alle ziemlich gleich aus. Die hat hier ein bisschen mehr Schickimicki. Ja, ich nehme die. Ich wähle diese Pistole. Wenn ich sie besiege, werden sie dann in meine Mannschaft kommen? Die Chancen, dass du mich schlägst, sind so astronomisch gering, dass ich diese Wette annehme. Aha! Und wieder habe ich bewiesen, dass ich der größte Duellant der Welt bin. Okay. Also muss man irgendwas manipulieren, denke ich, an der Pistole. Hm. Aber was? Okay, ich probiere das nochmal. Habe ich Sie nicht bereits genug beschämt? Sie haben mich nicht einmal ansatzweise beschämt. Dann zurück zum Feld der Ehre. Wähle deine Waffe. Okay. Also, was haben wir denn hier? Wir haben eine Nadel. Die wird, denke ich, nichts bringen. Kieferknacker. Kann man das vielleicht als Kugel nehmen? Ein Kieferknacker nützt dir nicht viel. Warum nicht? Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Ich probiere jetzt einfach alles aus. Ich möchte das mit diesem glühenden Stück Kohle nicht ansengen. Ich möchte das nicht feststecken. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Spielgeld nützt hier nicht viel. Cool. 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 Ja, alles cool. Es ist der Deckel der Pistolenkiste. Ich wähle das Banjo. Akzeptiert. Ehrlich? Okay. Was jetzt machen muss, ne? Warte, aufhören. Die letzte Note war falsch. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Heieiei. Okay. Ja, du hast verloren. Oh Mann, ich bin so gut. Was für ein schlechter Sieger. Willst du es noch einmal probieren? Ja, bitte, ich will. Klar, ich werde gerade erst warm. Okay, jetzt müssen wir uns die Seiten wohl merken. Eins. Vier. Fünf.
2. 5. 3. 4. 2, 5, 3, 4. 2. 2. 5. 3. 4 und die 2 war das, glaube ich. Du bist ziemlich gut, Junge. Mal sehen, ob du damit kommst. Er ist gut. Ich werde ihn nie schlagen. Was muss ich jetzt machen? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Ich könnte die im Traum nicht bewegen. Was soll ich denn jetzt machen? Gib mir das Banjo. Ah, Moment, warte mal. Muss ich vielleicht jetzt ihn abknallen? Okay, komm. Gib mir die Knarre. Wieso habe ich es jetzt wieder reingelegt? Oh, damn it. Gib mir doch die Pistole. Auf was sollte ich schießen? Ich weiß nicht auf was. Vielleicht auf den Gummibaum? Das muss ich nicht erschießen. Was? Du hast mein Banjo erschossen? Seien Sie sich da nicht so sicher. Der Schuss könnte von diesem grasbewachsenen Hügel gekommen sein. Bei allen miesen Tricks. Ich habe noch nie von so etwas Niederträchtigem gehört. Ich habe dich völlig falsch beurteilt. Du bist wirklich ein Pirat. Ich wäre stolz, in deiner Mannschaft zu sein. Großartig. Ich packe nur diesen Kram ein und mache mich fertig. Und gib mir meine Kanone wieder. Ich brauche noch 2 Seeleute für meine Mannschaft. Jawohl, den ersten haben wir. Sehr schön. Also, ich würde sagen, den möchte ich noch. Was wollte der denn von mir? Ich weiß es nicht mehr. Wollen Sie nicht meiner Crew beitreten? Wollen Sie nicht meiner Crew beitreten? Ich weiß nicht mehr, was der wollte. Du hast noch immer nicht bewiesen, dass du etwas Wertvolles finden kannst. Wenn du mir einen richtigen Schatz zeigen kannst, kannst du wiederkommen. Okay, der will einen Schatz sehen. Es war mir ein Vergnügen. Tschüss. Also hier habe ich nicht wirklich was. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Naja, glaube ich auch nicht. Hab's halt mal probiert. Hebel. Ah, lässt du wohl die Finger davon, du Haarterrorist? Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss hier was machen. Der Stein muss weg als Briefbeschwerer. Also ich kann mich noch dunkel erinnern, dass der gute Herr hier eine Glatze kriegt irgendwann. Ich weiß noch nur nicht mehr, wie ich es anstellen soll. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen.
Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Why not? Okay. Hier drin kann ich auch noch nichts machen, glaube ich. Kann ich irgendwas hier mitmachen? Ein Kieferknacker nützt dir nicht viel. Nicht? Okay. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Warum? Ich möchte das mit diesem glühenden Stück Kohle nicht ansengen. Ich möchte das mit diesem glühenden Stück Kohle nicht ansengen. Gibt's irgendwas, was man anzünden könnte? Mir fällt nichts ein. Kann ich höchstens hier die Büsche verbrennen? Aber das... Nee, ich bin mir sicher, dass ich das mit der Schere machen musste. Ich möchte das mit diesem glühenden Stück Kohle nicht ansengen. Kenny? Ich will mein Geld zurück. Gib mir was von der Limonade, du kleiner Gauner. Gib mir was von der Limonade, du kleiner Gauner. Das macht einen Fünfer. Dies ist nicht sehr erfrischend. Ich schätze, Sie haben unseren bodenlosen Krugtarif vergessen. Danke. Kommen Sie wieder. Ich will mein Geld zurück. Warum? War die Limonade schlecht? Keine Ahnung. Ich habe keine getrunken. Nun, wenn Sie mit unserem Produkt nicht unzufrieden sind, kann ich eine Rückerstattung nicht verantworten. Tut mir leid, aber so lauten die Geschäftsbedingungen. Aber... Danke Ihnen. Schönen Tag. Noch Wiedersehen. Wirst du mir mein Geld zurückgeben? Wissen Sie, das würde ich gerne, aber wie sagt man so schön? Ah ja, der Kunde ist permanent den unbarmherzigen multinationalen Konzernen ausgeliefert, deren Produkte er konsumiert. Also, nein. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Du bist ein kleiner Scheißer, Kenny. Tschüss, du kleiner Straßenräuber. Wiedersehen, der Herr. Ich komme nicht ran. Wie, du kommst nicht ran? Du hast einen zweiten Arm, einen dritten Arm praktisch. Okay, gehen wir nochmal hier an den Strand. Vielleicht. Können wir hier irgendwas mit dem Huhn machen? Ich glaube nicht, dass sie das mögen würde. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Ich glaube nicht, dass sie das mögen würde. 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 Tja. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Hier komme ich nicht rüber. Handabdrücke kann ich im Moment auch nichts anfangen mit. Hühnchen kann ich auch nichts mit anfangen. Murray will nicht gestört werden. Hier kann ich auch nichts machen. Oder kann ich hier doch was machen? Geh nochmal in die Cabana. Kann ich irgendwas anzünden hier? Den Grill vielleicht? Ich möchte das mit diesem glühenden Stück Kohle nicht ansengen.
Okay. Fritteuse. Hi. Ja. Gib mir ein Handtuch, gib mir das Speiseöl. Gib mir etwas von diesem Speiseöl. Das Öl ist nur für die Hamburger gedacht. Es bleibt hier. Hey, was für ein Zufall. Ich komme aus Hamburg. Dann wirf das Baby mal rüber. Sie sprechen nicht wie ein Hamburger. Sie sehen nicht wie ein Hamburger aus. Und sie ahnen nicht, wie sehr sie mir auf die Nerven gehen. Frittenalarm, gib mir alles Öl, das du hast. Sorry, solange ich hier das Sagen habe, wird Ihnen nichts ausgehändigt. Ich gehe dann besser. Okay. Also hier komme ich auch nicht weiter. Damit klingt meine Stimme richtig lustig. Okay, kann ich damit irgendwas anfangen? Ich muss mal gucken, ob das bei Kenny was bringt, aber ich weiß nicht. Habe ich jetzt noch so eine Stimme? Wofür ist die Limonade gut? Es ist ein tolles Mittel gegen Skorbut. Es wird all ihre Beschwerden lindern, einschließlich, aber nicht begrenzt auf. Schleichende Erschöpfung, Muskelschmerzen, einfallende Augen, schmerzendes Zahnfleisch, fahle Haut, Zahnverlust, innere Blutungen, das Aufbrechen von Wunden, Durchfall, Nierenversagen, Ohnmacht, Mundgeruch und Tod. Okay, heilt sie böse Piratenflüche? Nein. Aber es besitzt ein erfrischendes Zitrusaroma ohne störenden Nachgeschmack. Okay, hier kommen wir auch nicht weiter. Straßenräuber. Wiedersehen, der Herr. Adios. Wofür ist die Limonade gut? Zum Trinken. Oh. Wirst du mir mein Geld zurückgeben? Nein. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Tschüss, du kleiner Straßenräuber. Wiedersehen, der Herr. Okay, das bringt mir auch nichts hier. Tja. Moment. Dann werde ich jetzt nochmal hier probieren. Aber der hat ja gesagt, ich brauche eine Reservierung, oder? Haben Sie eine Reservierung? Natürlich habe ich eine Reservierung. Dann lassen Sie mich doch bitte mal den Reservierungsbeleg sehen. Kein Reservierungsbeleg, was? Der Weg muss frei bleiben für zahlende Kunden. Vielleicht findet er das ganz lustig, wenn ich so rede. Haben Sie eine Reservierung? Nein. Kein Reservierungsbeleg, was? Schon gut, ich gehe. Okay, es bringt auch nichts. Verdammt. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Habe ich irgendwas übersehen? Muss ich hier irgendwas machen, vielleicht? Akt 4, Szene 8. Komm zu mir, Rosenkranz. Ich bin dein Vater. Und dann mache ich ein bisschen Requisitenkomödie. Ich lehre diese... Ich denke, ich lasse ihn seinen Text lernen. Entschuldigung. Wer sagtest du, weiß etwas von Blood Island? Mein Agent. Höchstwahrscheinlich ist er im Brimstone Beach Club. Fahre fort. Ihr Holzklötze, ihr Steine, ihr altes Fleisch. Okay, aber ich... Komm nicht. Ah, warte mal. Vielleicht ist es ja die Jacke von dem Agenten. Es wäre ein netter Mantel ohne diese Schuppen. Schuppen? Kann ich was mit den Schuppen anfangen? Ein Kieferknacker nützt dir nicht viel.
Schuppen. Sieht zu groß für mich aus. Ach, ist doch wurscht, ob sie zu groß ist. Schuppen. Nimm die Schuppen. Ich hasse Leute, die einen verachten, nur wegen eines kleinen Problems mit... Hey, das sind keine Schuppen. Oh. Läuse. Leckerschmecker, Läuse. Okay, Moment, Läuse. Okay, Läuse. Die hocken auf dem Kopf. Ich mag es nicht, wie die sich in meiner Hand anfühlen. Sie würden darin ertrinken. Er war zu schnell für mich. Okay, nochmal. Zack. Heilige Pest! Sie sind von den Haardämonen besessen! Wovon redest du? Das verfluchte Kopfungeziefer, die Geißel jedes hygienischen Seemanns auf den sieben Meeren. Das ist gelogen! So wahr ich hier stehe, sie tummeln sich auf ihrem Skalp wie ein Haufen elender Seelöwen. Guter Vergleich. Das erfordert drastische Maßnahmen. Ich hol den Kahlmacher. Na na, lasst uns nicht zu voreilig sein. Voreilig? Das ist ein schlechtes Zeichen. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Ich muss amputieren. Nein, nein, du wirst mein A ruinieren. Okay. Geht doch so einfach. So. Kann ich jetzt mal mit dem quatschen? Ich bin Guybrush Threepwood. Hier, um all deine bösen Piratenbedürfnisse zu befriedigen. Ein Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen, Guybrush. Ich bin Haggis McMutton vom Clan der McMutton. Okay, Haggis. Wie bist du zum Piratenfriseur geworden? Ich verbrachte 10 Jahre an Bord der MS Unbeliebt, dem schnellsten Schiff der schottischen Marine. Und wie hat dir das geholfen, Piratenfriseur zu werden? Wir durchkämmten damit die Meere. Ah. Kennst du irgendwelche mitreißenden Piratengeschichten? Nun, da ist also die Geschichte vom Geheimnis von Bulky Island. Wir waren eine Mannschaft von 2 Männern unter dem Kommando von Big Jake McMoloch, dem mächtigsten Kapitän der Meere. Eines Nachts hörte Captain Jake im Hafen die Geschichte von einem riesigen Schatz, der irgendwo auf Bulky Island vergraben sein soll. Wir setzten Segel, erreichten die Insel innerhalb von 14 Tagen und fanden den Schatz am nächsten Morgen. Bulky Island? Wo liegt das? Du wirst es auf keiner Karte finden. Captain Jake nahm die Position des Schatzes mit ins Grab. Oh, es war ein wunderbarer Anblick. Eine gewaltige Kiste aus solidem Gold. Big Jake sprang in das Loch und warf seine sehnigen Arme um die Kiste, nahm seinen Mumm zusammen, zählte bis 3, füllte seine Lungen und zog mit all seiner Kraft. Das Knacken seines Rückens ließ selbst die härtesten Männer seiner Besatzung das Gesicht verziehen. Bei Einbruch der Nacht lagen wir alle am Strand und wandten uns vor Schmerzen. Warum habt ihr nicht aus den Knien gestemmt? Das wäre was für Schwächlinge gewesen. Der Pirat Angus McAxe war uns nach Bulky Island gefolgt und wollte den Schatz für sich. Der Schwächling benutzte einen Hebel, schnappte sich die Kiste und lachte uns aus, während er sie zu seinem Schiff trug. Und mein stolzer Captain starb völlig verspannt, während er sich dafür verfluchte, dass er nicht stark genug war. Ich könnte schon einen Haarschnitt gebrauchen. Setz dich, Bürschchen, und ich verpasse dir einen feinen Schnitt. Okay, jetzt betätigen wir mal den Hebel dabei. Ach, hinweg mit diesem untauglichen Briefbeschwerer. Ich muss einen anderen finden. Aber was ist mit meinem Haarschnitt? Ich bin sofort wieder da, Jungchen. Sehr gut, und jetzt will ich die Schere haben. Perfekt. Puh. Ich habe die ganze Insel abgesucht und konnte keinen einzigen Stein finden, der als Briefbeschwerer geeignet ist. Ich sollte mir deinen Haarschnitt dann wohl mal näher betrachten.
Gerade fällt mir ein, dass ich noch einen Termin habe. Oh, ich wollte dir außerdem gerade einen französischen Zopf machen. Oh, wie schade. Gut, wir haben die Schere und wir haben den Stein, aber eigentlich wollte ich noch mit ihm quatschen. Der Haggis. McMudden. Würdest du gerne meiner Besatzung beitreten? Du scheinst in Ordnung zu sein, Guybrush. Aber kein Mann kann mir als Captain dienen, bevor er nicht meinen Respekt verdient hat. Und wie könnte ein Mann das anstellen? Indem er mich in einem jahrhundertealten Test der Stärke besiegt. Arm drücken? Nein, ich rede vom traditionellen Highlander-Test der Stärke und der Männlichkeit. Dem Stammwurf. Okay. Was um alles in der Welt ist ein Stammwurf? Der Stamm ist ein großes Stück Baum. Wir gehen zum Spielfeld und jeder von uns wirft den Stamm so weit er kann. Derjenige, der ihn am weitesten wirft, ist der Sieger. Das ist der bekloppteste Sport, von dem ich je gehört habe. Und ich habe Kabelfernsehen. Ei, aber mit Traditionen lässt sich nicht diskutieren. Okay, das brauchen wir jetzt gar nicht machen, weil ich kann den Stamm eh nicht werfen. Nimm das! Schon gut. Gut. Ich weiß auch noch, wie das einigermaßen funktioniert. Da war ja so ein Gummibaum. Den muss ich irgendwie klein kriegen, dass ich den werfen kann. Weil der ist leicht, der Gummibaum. So, jetzt haben wir hier die Schere bekommen. Und einen Stein. Briefbeschwerer, okay. Jetzt gucken wir mal, ob wir die Hecke da wegmachen können mit. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es mit der Schere ging. Okay. Ah, jetzt habe ich schon gedacht, er nimmt nur die Blüte. Gut. Das war noch richtig in meinem Hirn verankert. So, wo komme ich denn jetzt hin? Ah, da hinten. Okay. Ah ja. Okay. Ach ja, diese Schlange kann ich mir ja noch erinnern. Was mag denn das Schild bedeuten? Kreuzende Schlangen. Welchen Schaden könnte denn eine Schlange... Nun, das ist nicht gut. Ich kann die Blüte nicht alleine benutzen. Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit mischen kann. Autsch! Ich möchte mich nicht selber mit einer Nadel stechen. Du sollst dich auch nicht mit einer Nadel stechen, das ist die Schlange. Ich möchte das nicht feststecken. Ah, na toll, jetzt bin ich hier in der Schlange drin gefangen und... Okay, Leute, ich mache hier einen Cut und wir sehen im nächsten Part von Curse of Monkey Island, wie es weitergeht. Im Bauch der Schlange. Also bis dahin. Bye bye.